Hallo und willkommen zu diesem Halbfinale der EM 2024. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wieder Ihre Kommentatoren. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung. Deutschland gegen Portugal. Ich glaube, das ist so ein Spiel heute im Halbfinale dieser EM 2024. Von dem könnten wir noch lange sprechen. Das ist ein Kracher, da ist eine Menge drin und wir schauen mal, wie beide reinkommen in diese Partie. Toni Kroos jetzt. Gündoğan. Nun Pepe am Ball. Otavio. Diogo Dalot. Der Ball ist weg. Könnte jetzt was werden. Musiala. Kimmich. Wirtz. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitte schön macht die Abwehr da? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Nun also Rückstand für die Portugiesen. Jetzt müssen sie kämpfen. Jetzt Gündoğan. Wirtz. Da ist Kimmich. Jetzt versuchen sie es, machen das gut, ganz energisch. Da müssen wir genau hinschauen. Er bekommt die Unterstützung. Und da wird kein Tor draus. Der Torwart hat ihn. Zwischen dem ersten und dem bislang letzten WM-Titel der deutschen Elf liegen stolze 60 Jahre. Aber während 1954 der überraschende Titelgewinn noch als Wunder von Bern gefeiert wurde, gehörte die DFB-Elf 2014 ohnehin zum engsten Favoritenkreis. Ja, zumal man ja vorher in den Turnieren mehrfach knapp gescheitert war. Und 2014 in Brasilien war es dann endlich soweit, inklusive des denkwürdigen Halbfinalauftritts gegen die Gastgeber und des dramatischen Endspiels gegen Argentinien. Bruno Fernandes. Die Portugiesen. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Da ist der Ballverlust. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Wirtz. Wirtz mit der Chance. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Mit einem klaren Rückstand für Portugal geht es nun weiter. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Freistoß für die Portugiesen. Bruno Fernandes. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Gündoğan. Gündoğan mit dem Ballverlust. Cristiano Ronaldo. Neuer. Musiala. Gündoğan hat den Ball. Musiala ist das. Unwiderstehliches Dribbling. Otavio. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Schöner Befreiungsschlag.
Cristiano Ronaldo. Chance zum Anschlusstreffer. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Sie wechseln aus. Jetzt Müller. Am Ball Groß. Und es bleiben noch 5 Minuten. Gut dazwischen gegangen. Kai Havertz. Gündoğan. Wirtz. Schlusspfiff. Jetzt steht es fest. Deutschland ist im Finale der EM 2024. Also wer so überzeugend ins Finale einzieht, der darf sich nicht wundern, wenn jetzt alle vom ganz großen Triumph träumen. Machbar ist das aus meiner Sicht. War ein schöner Erfolg hier. Und warum denn nicht? Der Kader ist top besetzt, die Taktik stimmt, der Siegeswille ist da. Die können das packen.